Ja, hallo Leute, hier ist der Lower Coach. Lower, the Law of Attraction. Das Universum, Gesetz der magnetischen Anziehung, das da besagt, was du selbst aussendest mit deinen frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen. Das erzeugt Vibrations. Dein Körper, deine Mitmenschen und deine Umwelt reagieren entsprechend darauf. Was du siehst, das wirst du ernten. Am einfachsten verstehst du das Gesetz der Anziehung, wenn du dich selbst als Magnet siehst für deine Lebenserfahrungen. Übernehme Verantwortung für deinen Gemütszustand, für deinen Bewusstseinsinhalt, denn er ist entscheidend, welche Menschen und welche Themen dir an dich herangetragen werden. Ihr kennt sicher den Spruch, ihr geht in ein Lokal oder so und spürt, ey, da ist dicke Luft, da ist Streit in der Luft. Man spürt das, wenn man einen Raum betritt und es ist gerade vorher gestritten worden oder es bahnt sich gerade ein Streit an. Ich rate euch, hört auf diesen sechsten Sinn und verlasst den Raum. Dieser sechste Sinn bewahrt euch vor Unglück und Streit. Manchmal kommt der sechste Sinn auch, wenn du mit dem Auto zu einer Kreuzung fährst und du hast eigentlich Vorrang, doch du bremst dich ein bisschen ein intuitiv und auf einmal zischt jemand über Rot über die Ampel. Oder du willst auf der Autobahn in die nächste Spur wechseln, auf einmal hältst du noch ein paar Sekunden inne und ein Geisterfahrer zischt vorbei. Höre auf deinen sechsten Sinn. Er hält dich am Leben und er hält und er sorgt auch dafür, dass du in der guten Laune bleibst. Aber manchmal ist es so, dass du selbst in ein negatives Gefühl hineinkommst. Wenn du selbst ein negatives Gefühl hast, dann verlasse den Raum, wo Mitmenschen sind. Verlasse das öffentliche Gebäude. Verlasse den Shop. Verlasse das Lokal. Gehe eine Runde um den Häuserblock und schau, dass du ihn wieder in einen guten Gemütszustand kommst und erst dann interagiere mit deinen Mitmenschen. Auch in der Früh ist es wichtig, bevor du aus dem Haus gehst, dass du in einen guten, relaxten Gemütszustand dein Haus verlässt. Nimm dir die Zeit in der Früh für eine Viertelstunde Meditation. Nimm dir die Zeit, wenn du tagsüber aufgeladen bist durch manche unglücklichen Verwicklungen, dann nimm dir die Zeit, setz dich auf die Toilette und versuche ein paar Minuten innezuhalten. Gehe um den Häuserblock, geh in den Park, der in der Nähe ist. Komm wieder runter aus deinem negativen Gefühlszustand. Achte auf deine Gefühle. Du wirst ein viel entspannteres und schöneres Leben haben und viel weniger Unglücksmomente und Streit werden an dich herangetragen werden. Nimm dir die Zeit, auf deine eigenen Vibrations und Gefühle zu achten. Es zahlt sich aus. Gerne helfe ich dir als Lower Coach dabei. Ich
coache dich ein paar Wochen, damit du mehr und mehr stabil in einem positiven Vibrations bist und dich nicht so leicht von deinen Mitmenschen und deiner Umwelt rausbringen lässt. Melde dich, ich coache dich gerne ein paar Wochen. Ciao.